Ja, hi und willkommen. Mein Name ist Andiro LP und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Pokémon Schwert. Ja, in der letzten Folge haben wir den Champ Cup nicht abgeschlossen, die Vorrunde, die Finalrunde, nehme ich mal an, ne? Des Champ Cups. Wir haben gegen Zyra und Roy gekämpft. Beide waren ganz schön stark und haben uns voll gegeben, aber wir haben noch gewonnen im letzten Moment. Ich habe meine Pokémon noch ein ganz klein bisschen trainiert seit dem letzten Part und meine Items und Attacken und alles mögliche noch so mal geändert. Also ein paar kleine Modifikationen gemacht. Ignis ist der einzige, der auf Level 55 ist. Alle sind Level 54. Ich glaube, Tiamat habe ich Steinhagel beigebracht. Ihn habe ich Kehrtwende beigebracht. Ich habe Abgangsdialeko beigebracht. Donnerwelle habe ich Maikasam beigebracht und Diebeskuss. Hier habe ich Sturzflug beigebracht und Steinhagel, glaube ich, ne? Alles klar. Und ja, wie gesagt, alle sind Level 54, bis auf Igni, der Level 55 jetzt bei Starter und so. Und ja, ich würde sagen, wir gehen jetzt mal rein und knöpfen uns jetzt Delon vor, hoffentlich. Außer es kommt wieder irgendwie was komplett anderes und ja, weil so ist das bisher die ganze Zeit gelaufen, ne? Wir dachten, wir kämpfen jetzt hier gegen Delon, dann kämpfen wir da gegen irgendwas anderes, dann kommen die Arena-Leiter und so und ja, mal gucken, wie es jetzt weitergeht. Gut, dann zeig mal. Ich hoffe, wir kämpfen jetzt gegen Delia. Kann er nicht immer noch weiter hinauszögern, ne? So. Alles klar. Da steht er schon. Alles klar. Ei. Spürst du das? Den Kontrast zwischen den kühlen Ansprüngen hier auf dem Platz und den überkochenden Gefühlen auf den Zuschauerringen? Ich liebe beides, du mich auch. Aber denk daran, dass nicht alle Zuschauer hier im Stadion auf deiner Seite sind. Es mag grausam klingen, aber manche von ihnen wollen nichts mehr als dich verlieren zu sehen. Der Gedanke daran ist furchteinflößend. Für mich gibt es nichts Größeres, als diese Angst ins Gesicht zu sehen und gemeinsam mit meinem Team allen zu zeigen, was wir drauf haben. Ich liebe es, alle Erwartungen zu zerschmettern und den Sieg an mich zu reichen. Meine Pokémon sind ganz schön unruhig in ihren Bällen. Sie wollen nicht endlich kämpfen. Gleich ist es soweit. It's Champ Time. Ich bin Delion, der Champ der Galar-Region. Zusammen mit meinem Partner Gruak und meinen anderen Pokémon habe ich Unmengen an Wissen und Erfahrung angehäuft. Genau aus diesem Grund werden wir auch dich gleich in die Tasche stecken. Komm mal her. Ich habe mich so weit von vorbereitet, da glaubst du gar nicht. Moment mal, was zum... Da auf dem Bildschirm, seht nur. Was ist das? Na, jetzt werden wir schon wieder unterbrochen. Hallo, Delion und Daniro. Ne. Ich habe soeben die finstere Nacht eingeleitet, um die Zukunft Galas zu retten. Was? Aber leider wurden dabei gefährlich hohe Mengen an Energie freigesetzt. Du Idiot! Es wäre nie so weit gekommen, wenn du bloß auf mich gehört hättest, Delion. Oh, dieser Vollidiot. Jetzt müssen wir schon wieder. Boah, ich werde nie gegen den kämpfen, wenn das so weitergeht. Delion, Daniro. Das war auch das Stadion von Class City, oder? Was hat Rose da eben getan? Ich habe keinen blassen Schimmer. Als ich gestern mit ihm geredet habe, hat er völlig vergessen von irgendeinem Problem erzählt, das 1000 Jahre in die Zukunft liegt. Hat er etwa vor, diese Sache auf eigene Faust zu lösen? Ich muss sofort nach Claw City, das ist meine Pflicht als Champ. Hätte ich gestern versucht, Rosé besser zu verstehen, wäre nichts passiert. Ich bin für diese Situation mitverantwortlich, also muss ich auch etwas dagegen unternehmen. Ich werde mich um die Sache kümmern, it's Champ Time. Oh, der... Hey, warte dir, und du weil... Und weg ist er. Wetten, dass er sich auf dem Weg nach Claw City wieder verläuft. Ich muss meinem Bruder irgendwie helfen. Aber wie? Ich war ja nicht mal stark genug, um dich zu besiegen, Daniro. Ja, ich helfe dir. Danke, aber wie? Moment. Rosé meinte, er hätte die finstere Nacht eingeleitet, stimmt's? Das ist doch dieses Ereignis aus den Legenden, als plötzlich der Himmel total dunkel wurde. Wie kann er so etwas einleiten? Und woher kenne ich den Begriff gleich nochmal? Aus Engine City, von der Heldenstatue. Ja, wollen wir das erstmal von der Heldenstatue, ne?
Ah, jetzt erinnere ich mich. Sanya hat uns von der Heldenstatue in Engine City davon erzählt. Inzwischen sind wir natürlich schlauer. Wir wissen jetzt, dass es zwei Helden gab, die mit dem Pokémon des Schwerts und den Schildes die finstere Nacht beendeten. Weißt du was? Irgendwas sagt mir, dass wir diese zwei Pokémon suchen sollten. Was denkst du, wo wir sie finden könnten, Daniro? Keine Ahnung. Im Schlummerwald? Da haben wir die letztes Mal gesehen. Bingo, im Schlummerwald. Dieses rätselhafte Pokémon, gegen das du dort gekämpft hast, war in Wirklichkeit bestimmt eins der beiden schlummernden Pokémon. Also los, worauf warten wir noch? Ich wette, im Schlummerwald finden wir Hilfe. Okay, wird wohl nichts. Das hätte ich heute zu Heiligabend Champ werde. Danke, Deleon. Dann haben wir Waifu. Den neuen Cape. Ne, Umhang. Ne, auch nicht. Kittel, mein Gott. Hoch, was macht ihr denn hier? Daniro und Hopp. Sag jetzt bloß nicht, Daniro hat das Champ-Match sausen lassen. Weißt du etwa noch nicht, da Sanya? Liga-Präsident Rosé hat das Turnier unterbrochen. Es herrscht ein riesiges Chaos. Hi, Mom. Was sagen Sie da? Ist das wahr? Ich habe es eben im Schlummerwald, um ein paar Nachforschungen anzustellen. Das ist alles völlig an mir vorbeigegangen. Erzählen Sie mir bitte mehr. Also, da wäre zuerst dieser schwarze Wirbel, der über dem Klaustadion erschienen ist. Wie nannte der Liga-Präsident ihn noch gleich? Ach ja, die finstere Nacht. Es war ein heilloses Durcheinander, sag ich dir. Aber darüber mache ich mir keine Sorgen. Unser unschlagbarer Champ kriegt die Sache schon wieder in den Griff, da bin ich mir sicher. Stopp, halt, Pause. Haben Sie gerade finstere Nacht gesagt? So hieß der Schwarzwirbel, der vor langer, langer Zeit beinahe ganz Galar zerstört hätte. Aber eins verstehe ich nicht. Was fehlt euch ausgerechnet hier, Daniro? Wir suchen das Pokémon des Schwerts. Die Legende stimmt. Ist es denn Pokémon des Schwerts und des Schilds damals gelungen, die finstere Nacht zu bezwingen? Das heißt, sie könnten uns vielleicht dabei helfen, den Wirbel loszuwerden. Okay, ich bin dabei. Nehmt das und geht schon mal in den Schlummerwald. Ich komme so schnell ich kann nach. Es gibt ja noch eine Sache, die ich vorher klären muss. Top-Beleber. Alter. Wie schwach hältst du uns eigentlich? Tschüss. Was du tun musst, mein Junge. Du bist jetzt schließlich ein waschechter Pokémon-Trainer. Ich bin Pokémon-Meister. Daniro. Es gibt keine Garantie, dass wir diesmal von diesem seltsamen Nebel verschont bleiben. Aber selbst wenn, wir, unsere Pokémon sind inzwischen viel stärker als damals. Uns kriegt so schnell niemand klein. Ich möchte überlegen, hat unser legendäres Abenteuer genau hier angefangen, als wir versucht haben, dieses Wolli zu finden. Das nächste Kapitel in der Legende von Hopp spielt auch wieder im Schlummerwald. Los geht's. Jetzt wird dran geklotzt. Alles klar. So. Den so andersfarbig aus hier unten. Also kein Shiny, ne? Ich hoffe, ja, da kommt irgendwie so ein Glitzer-Effekt oder irgendwie so was. Hey, weil hier so dunkel ist, deswegen sehen das irgendwie so aus. Sei dann als Shiny Pokémon. Nee, geht weg. Ja, das war so weiter als bisher sind wir noch gar nicht gekommen, ne? Schon wieder die Musik. Alles klar. Okay. Das ist ein Smogmog. Ich wollte schon sagen, das sah jetzt so komisch aus. Ich dachte, er ist aber irgendwas irgendwie so zwei Sicheln irgendwie hinter sich herzieht oder so. Im ersten Blick. Top-Genesung. Hey, dich haben wir noch nicht. Ein Somnian erscheint. Komm mal her. Boah, wie stark seid ihr? Tun wir mal außerhalb unseres Fangparts mal versuchen, Pokémon zu fangen. So, ja, erstmal muss ich pennen dafür, ne, Kollege.
gucken, obwohl, weißt du was, ein Problem ist, ja, okay, Dreck. Ja, Problem ist, ich werde wahrscheinlich, wenn ich dem legendären Pokémon gegenüber trete und es wahrscheinlich fange, erst einmal wieder nicht danach speichern und das Pokémon dann offscreen noch einmal fangen, damit es irgendwann, weiß nicht, wenn ich schon ein legendäres Pokémon fange, dann muss es auch irgendwie, weiß nicht, vernünftige Wesen und so haben. Und ja, ist jetzt nicht so, als könnte ich das manipulieren oder so, deswegen muss ich es schon, wenn ich es begegne, mit dem richtigen Wesen fangen, für den Fall, dass ich jetzt mal irgendwie, weiß ich nicht, competitive benutzen will. Das heißt, wenn ich das hier on screen fange, dann ist das nicht garantiert. Und ich werde dann wahrscheinlich off screen noch mal fangen. Mit einem vernünftigen Wesen und so, ne? So. Wir tun natürlich erst. Nein, no. Dieses blöde Fahrrad, ey. Ich kann damit nicht richtig lenken, ey. Und ich wollte nach unten fahren und dann macht man so einen ganzen Bogen irgendwie. Wie sind die Pokémon ja schwächer als hier vor? Wer ist das Ding noch mal? Scheitern bei ihr. Ha, Leben Orb. Wollte ich jetzt noch mal sagen. So, da ist eine TM, die will ich haben. Komme ich da hoch? Nö. Warum hat die Musik gerade so umgeschwungen? So, um dann wieder aufzuhören. Ich nehme an, das soll so ein Zeichen sein, dass wir auf der richtigen Spur sind, ne? Oder? Ich muss vom Fahrrad absteigen, ich kann es nicht vernünftig lenken damit. So, warte mal hier, Phantomkraft. Ach so, ja, das ist das, was Goldra konnte. So, Elixier. Okay. Schon sagen, da liegt doch was. Und hat hopp. Das gibt's doch nicht. Der Nebel ist ja noch dichter als damals. Du musst ja darauf beschwören, ey. Hi. Wo ert? Wo ilt? Da sind sie, das müssen die Pokémon des Schwerts und Pokémon des Schildes sein. Latschen einfach so gechillt durch die Gegend. Hey, wir wollen die hin. Wir brauchen eure Hilfe. Dann, oh, warum steht ihr so tatenlos rum? Was meinst du, die Pokémon des Schwerts und des Schildes waren doch eben hier? Hast du sie etwa nicht gesehen? Sie sind gerade in den Wald verschwunden. Was puzzelst du denn da? Außer euch war hier weit und breit niemand zu sehen. Aber was haben wir dann eben gesehen? Eine Vision oder was? Das weiß ich leider auch nicht. Aber ich habe jede Menge Bücher gewählt. Darunter auch jede Menge welche, die nicht aus Skala stammen. In einer davon bin ich endlich auf neue Informationen gestoßen. Das Pokémon des Schwerts heißt Sakian und das Pokémon des Schildes heißt Samazenta. Angeblich wurden die beiden vor langer, langer Zeit jenseits des Stummerwalds geboren. Verstehe. Danke, Sanja. Okay, wir sind den beiden Pokémon begegnet, selbst wenn es nur eine Vision war. Das heißt, das Schwert und das Schild, die sie bei sich führen konnten, auch nicht weit sein. Sakian und Samazenta. Die Pokémon des Schwerts und Schildes ruhen womöglich hier im Schlummerwald, ganz in der Nähe meiner Heimat. Tief in einem friedlichen Wäldchen, in das sonst kein Menschenseele einen Fuß setzt. Ja, das ist wahrscheinlich der Fehler, ne? Als ob hier niemand reingegangen wäre die ganze Zeit, ne?
stelle ich mir irgendwie, upsala, wollte ich gar nicht. Ich wollte einfach nur untersuchen aus irgendeinem Grund. So. Na, sieht nach Cutscene aus. So, ist da der Held begraben oder was? Sieht aus wie ein Grabstein irgendwie. Sieh dir das an, Nero. Dieser Ort strahlt eine unglaubliche Atmosphäre aus. Wir sind den Legenden tief, definitiv auf der Spur. Na. Sieh nur, Daniro, das Schwert und der Schild, die Legende ist also wahr. Na, dann zeig mal. Du hältst ein rostiges Schwert. Dieses Schwert soll ein Held einstmals großes Unheil abgewendet haben. Rost sowie der Zahn der Zeit haben jedoch ihre Spuren hinterlassen. Okay, ich nehme den Schild. Aber das Ding hat echt schon mal bessere Tage gesehen. Man damit wirklich die finstere Nacht bezwingen kann? Naja, zumindest als Glücksbringer ist es gerade noch zu gebrauchen. Die Pokémon des Schwerts und des Schildes hingegen scheinen in einen tiefen Schlaf gefallen zu sein. Sieht aus, als seien wir doch auf uns allein gestellt, wenn wir Delion helfen wollen. Und nun? Delion kämpft sicher noch im Stadion von Claw City gegen die finstere Nacht. Wollen wir mit dem Flugtaxi dorthin fliegen, Daniro? Los geht's. Okay, raus aus dem Wald hier und dann auf Abflug nach Claw City. Und dann ran, tun wir voll ranklotzen und so. Boah. Hi Roy. Oh, hallo ihr zwei. Dummes Timing, dass dieses ganze Chaos direkt von dem Champ-Match zwischen Delion und dir, Daniro, ausgebrochen ist. Die Assistentin von Rose meinte, er wolle die Galarion mit Hilfe der Energie retten, die irgendein Pokémon abgibt. Ich habe mich den blassesten Schimmer, wie das funktionieren soll. Das ist der blanke Wahnsinn. Mir ist es piepigal, wie gefährlich diese finstere Nacht auch sein mag. Ich weiß nur eins, ich muss meinem großen Bruder helfen. Mann, Hopp kann einfach nicht stillstehen. Manche Dinge erinnern sich wohl nie. Zum Glück wurde niemand verletzt. Das ist die Hauptsache. Alle wurden von uns Arena-Leiter und Pokémon rechtzeitig aus Gefahr gebracht. Du willst jetzt bestimmt unseren Champ und dem Rest der Bevölkerung Kalas helfen gehen. Was? Genau. Da bekommt es die finstere Nacht also mit den unschlagbaren Champs sowie den stärksten aller Challenger und seinen Rivalen zu tun. Da kann man ja schon fast Mitleid haben. Aber nur fast. Mit dem stärksten aller Challenger bist natürlich du gemeint. Und jetzt ab ins Stadion mit dir. Okay. Ja, gucken wir mal. Oh Gott, da ist Irre schon wieder. Hey, du musst mir helfen, Challenger. Und zwar sofort. Ich meine natürlich. Bitte hilf mir, bitte, bitte. Meine Pokémon hatten sich aus einem mir unbekannten Grund Dynamaximiert ist im Stadion außer Kontrolle geraten. Riot ist auf sie gewohnte, hat es auf seine ungewohnt unbeholfene Art, nein, es hat es auf seine gewohnte professionelle Art wieder beruhigt. Aber wenn sich die anderen Pokémon ja auch Dynamaximieren, sehe ich schwarz. Was, wenn das unterirdische Energieweg, in dem sich der Liga-Präsident aufhält, einstürzt? Ich weiß, das klingt verantwortungslos und egoistisch, aber ich flehe dich an. Bitte begib dich in das unterirdische Energiewerk und halte den Liga-Präsidenten auf. Er hat ein Pokémon namens Endinalos erweckt. Der Körper dieses Wesens strahlt eine Energie aus, die bei einem Pokémon die Dynamaximierung auslöst. Wenn wir nichts unternehmen, dynamaximieren sich am Ende alle Pokémon der Galar-Region. Was dann passiert, kannst du dir sicher selbst vorstellen. Ich flehe dich an, bitte fahr mit dem Aufzug dort in das unterirdische Energiewerk und rette den Liga-Präsidenten. Den kleinen Bruder Schims habe ich auch schon nach unten geschickt, aber seitdem nichts mehr von ihm gehört. Ach, dann ist er tot.
Er ist tot. Daniro, oben kämpft gerade unser Champ Deleon gegen die finstere Nacht. Wenn auch so kannst du uns unterirdische Energiewerk fahren. Was meinst du? Kämpft gegen deiner maximierte Pokémon? Ich sage immer, der kämpft gegen die Nacht. Kämpft er irgendwie gegen eine Wolke oder so? Ha, nimm das Energiewerk. So. Was hast du schon wieder Angst? Was hast du angestellt, Rosé? Was soll das alles? Ich will doch nur meinen Bruder helfen. Ja, mach doch. Hi. Hallo, was willst du denn hier, Challenger? Die Finsternacht aufhalten, ja. Oh, mit dieser Antwort hätte ich nicht gerechnet. Du bist offenbar nicht auf dem neuesten Stand. Es gibt nichts mehr aufzuhalten. Die finstere Nacht, auch bekannt als Endynalos, das stärkste aller Pokémon, ist bereits erwacht. Wirklich? Ein paar Worte zu meiner Verteidigung. Ich weiß genau, was du jetzt denkst. Du hältst mich für einen bösen Menschen. Du hast keinen Funken Verständnis für das, was ich hier gerade tue. Aber ich habe eine Aufgabe, eine Berufung. Ich muss die Galarigo mit unbegrenzter Energie versorgen, damit sie sich bis in alle Ewigkeit in Frieden fortentwickeln kann. Um das zu erreichen, habe ich Endynalos Wunschsterne verabreicht. Das rote Licht, das in Cloud City für so viel Aufregung gesorgt hat, war Teil eines Experiments, um Endynalos zu entwickeln. Und das sind Vorkehrungen, um die Zukunft der Galarigo zu schützen, verstehst du? Ich werde nicht so lassen, dass du mir dabei in die Quere kommst. No. Rosé. Rosé von Makrokosmos, freut dich heraus. Den Namen haben wir so oft irgendwie nicht gehört. Und hi, ich habe mich ja nicht gesehen. No, du bist sowas von tot. Oh. Ja, Feuerball mitten in die Fresse. Bis mit einem Schlag weg. Okay. Ah. Ich habe noch letztens irgendwie gedacht, dass ich, das war heftig, ein wenig zu heftig. Meinst du nicht, du übertreibst? Klickety-Klack. Hast du nur Stahl-Pokémon? Wenn ja, wird das ein einfacher Kampf. Ja, weil ich sagen wollte. Musik. Ja, ist irgendwie was anderes wert aus Final Fantasy 15 oder irgendwie so was. Ja, okay, du bist sowas von tot. Ich habe einen Feuerstarter an erster Stelle und du kommst mit Stahl-Pokémon an. Ja, tut mir leid, Rosé, aber du hast nicht gerade das beste Team hier gerade. Der Name Makrokosmos, da kam irgendwie voll selten vor. Ich glaube, der wurde am Anfang mal erwähnt oder so. Jetzt höre ich den überall, ey. Also keine Ahnung. Den kommt dann irgendwie so mitten aus nichts. So, wieder Feuerball. Für jedes Pokémon ein Feuerball, gerne. Boom. Tschüss in die Fresse. Wow. So habe ich irgendwie an erster Stelle genommen. Ja, mir ist er doch vollkommen egal jetzt. Mit nur Igni alle weghaut, also. Oh, mein letztes Pokémon, das sieht aber nicht gut aus für mich. Findest du? Patina Raja. Du hattest keine Chance bisher, ey, Junge. So, deiner Brand. Voll antiklimatik hier gerade. So ganz nebenbei, der Typ ist stärker als alle Arena Challenger bisher, also wohl eigentlich nicht. Der hat ja nur einen Typ von Pokémon und ja, jetzt ist nicht so gebracht. Ich werde zeigen, wie ein wuchtiger Schlag aussieht. Dann komm mal her. Ich glaube, du wirst auch mit einem Schlag weg sein. Und tschüss. Hoffe ich.
Wow, das war der einfachste Kampf aller Zeiten, ne? Ja, ich glaube, Rosé. Du musst ja ein anderes Team zusammenstellen, weil gegen meinen Starter bringt er da echt gar nichts. Oh Gott. Ja. Wow. Eine willkommene Abwechslung, so ein Kampf. Ich habe mich schon lange nicht mehr so amüsiert. Was nur für... Wie kann man... egal. Höchst beeindruckend, lieber Danilo. Kein Wunder, dass dir und der unschlagbare Champ unserer geliebten Galar-Region dich für die Arena-Challenge empfohlen hat. Ich hätte nur zu gern gesehen, wie du dich im Champ-Match geschlagen hättest. Es tut mir wirklich leid, dass ich mit dieser Sache deine Arena-Challenge ruiniert habe. Aber mir blieb leider keine andere Wahl. Unser Energieproblem muss so schnell wie möglich aus der Welt geschafft werden. Aus diesem Grund habe ich in Deinalos erweckt, aber es ist mir nicht gelungen, es zu bändigen. Deleon hat euren großen Kampf hingeworfen, um mich zu retten. Er ist wie ein edler Ritter erschienen, der die Prinzessin von dem bösen Drachen beschützt. Ich liebe es, große Reden zu schwingen. Ich weiß, ich weiß. So langsam wollte ich wirklich einen Schlussstrich ziehen. Der Champ hat in Deinalos inzwischen bestimmt gefangen. Wenn du neugierig bist, kannst du gerne mit dem Lift zu ihm hochfahren. Du wirst doch sicher auch mitgeben. Hopp, oder? Ich hoffe, du bist wegen deiner Niederlage gegen mich nicht am Boden zerstört. Na los, geht und seht nach, wie es dem Champ so ergangen ist. Am Boden zerstört? Da kennen sie mich nicht gut genug. So schnell lassen meine Pokémon und ich den Kopf nicht hängen. Wir geben niemals auf. Das habe ich bei der Arena-Challenge gelernt, die sie selbst ins Leben gerufen haben. Steigt ruhig in den Aufzug und fahrt damit nach Rom. Ich werde euch schon nicht aufhalten. Okay. Weiß ich nicht. Am besten würde ich ja noch kurz Ignea die AP heilen lassen. Ich bin bereit. Wie sieht's bei dir aus? Warte noch kurz. Oh. Hast du mich geheilt? Nee. Oder? Nee. Gut. Ich sagen, ich gehe wahrscheinlich offscreen mich heilen, wenn ich darf. Ja, machen wir jetzt schon noch schnell. In dem nächsten Part gehen wir dann den Aufzug da hoch und stellen uns diesen in Deinalos Pokémon, nehme ich an, ne? Sie habe ich noch gar nicht bemerkt bis jetzt. Er erinnert mich so ein bisschen an diesen Moment, wo Groudon und Kyogre in Höhen erweckt wurden. Oh, ist das Schätz von meinen Drachen war auch der an. Okay, ich dachte, der Dialog ändert sich hier. Also irgendwie weiß ich nicht. Am besten war den Markt, wo das Wetter vollkommen irgendwie am Rad war, irgendwie. Läuft irgendwie durch die Gegend, dann hat es irgendwie geregnet, dann war die Sonne am Schein, dann hat es wieder geregnet, so. Da war richtig krass in dem Spiel. Also ich krieg so ein ganz kleines bisschen Feeling. Hier bei dieser finsteren Nacht. Boah, ne? Wie das aussehen würde in HD, ne? Pokémon Sparked in HD, das wäre glaube ich irgendwie der beste überhaupt. Bei Rubin und Saphir hatte er auch eigentlich so was, ich weiß halt keine mehr. Egal. So, ich würde aber sagen, diesen in Deinalos Pokémon stellen wir uns dann in der nächsten Folge, ne? Gut, dann sage ich vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, euch hat der Part gefallen. Wenn ja, dann hinterlasst doch ein Like, ein Abo oder ein Kommentar und dann sehe ich euch alle in der nächsten Folge wieder. Tschüss, Sikowski.